Die Erleichterung war groß bei der HSG Bad Wildungen. Mit 24:20 holten sich die Südwaldeckerinnen am Samstag den dritten Heimsieg in der zweiten Bundesliga. Vor allem aber bauten sie ihr arg ramponiertes Selbstvertrauen nach der hohen 22:35 Niederlage bei der SG Bietigheim vor einer Woche wieder auf. Und genau darauf kam es im Lager der HSG an. Die Punkte sind hier, die Devise war ausgegeben, egal wie, heute müssen wir die Punkte hier behalten, um einigermaßen wieder in ruhige Wasser zu kommen. Die Verunsicherung war den Gastgeberinnen deutlich anzumerken. Nach 7:30 lagen sie mit 2:1 in Führung. Alle drei Tore waren durch 7 Meter gefallen. Bad Wildungen spielte im Angriff erneut viel zu zaghaft. Sabine Heustens war zwar wieder mit von der Partie, die 4 Wochen ohne Training merkte man der Holländerin aber deutlich an. Eine Ausnahme im Bad Wildunger Angriff bildete Christina Mihai, die mit 12 Toren erneut die mit Abstand stärkste Akteurin auf Seiten der HSG war. Sie zeigte das, was Trainer Gary Weiss von den anderen Spielerinnen vermisste. Ich habe in der Halbzeit auch fort für vorne eine Devise abgegeben. Also Mädels, geht und wirft aufs Tor. Nur so können wir Spiel gewinnen. Wenn man nicht aufs Tor wirft, kann man kein Tor machen. Das ist einfach. Das hat Vlado Stenzel schon 2:78 gesagt. Wir müssen aufs Tor werfen, sonst kannst du kein Spiel gewinnen. Wenn du immer, wir können die beste Kombination an den Tag legen. Ohne aufs Tor zu werfen, kannst du kein Spiel gewinnen. Somit bildet die Abwehr an diesem Tag die Grundlage zum Sieg. In der Defensive stand Bad Wildungen über weite Strecken sehr stabil. Nur selten fand Allensbach dagegen wirklich ein Mittel. Dazu hatte Torhüterin Danja Lerch einen starken Tag erwischt. Sie brachte die gegnerischen Spielerinnen zur Verzweiflung. Mehr als 20 Paraden standen am Ende auf ihrem Konto. Ja gut, aber man muss auch sagen, Danja in Kombination mit der Abwehr. Also ich habe immer gesagt, es darf nie immer nur eine Person oder nur die Abwehr hochgelobt werden oder nur die Danja. Es war eine Kombination. Wir haben gut gedeckt, sie haben immer schwierige Positionen gehabt zu werfen, war leicht für Danja zu lesen, muss man auch sagen, obwohl Danja eine super starke Leistung, aber das erwarte ich von ihr. Nach der 10:8 Halbzeitführung schien es so, als ob Bad Wildungen frühzeitig auf die Siegerstraße einbiegen sollte. Bis auf 15:9 baute die HSG den Vorsprung aus, auch weil nun Wilde Dugnas-Keite einige schöne Aktionen zeigte. Eine Vorentscheidung war dies nicht. Allensbach blieb dran, verkürzte immer wieder auf 2 oder 3 Tore. Die mangelnde Konstanz kritisierte Weiß erneut deutlich. Also es ist immer noch sehr, sehr unkonstant, traurig. Ich weiß nicht warum. Wir holen uns die Vorsprünge und dann wieder runter. Die Psyche, ich meine der Druck, aber ich weiß nicht welchen Druck wir hier haben. Wir haben eigentlich gar keinen Druck, aber nein. Zum Sieg sollte es aber reichen. Nach dem 20:17 von Allensbach brachten Tore von Christina Mihai und Miranda Robben einen vorentscheidenden 24:19 Vorsprung. Die 2 Punkte waren perfekt. Mit Blick auf das nächste schwere Auswärtsspiel bei Tabellenführer Nellingen forderte Weiß aber eine deutliche Leistungssteigerung. Also mit dieser Leistung können wir die Punkte schon per Post schicken. Sparen wir viel Geld, sparen wir Nerven, können wir zu Hause bleiben. Also wir müssen uns deutlich steigern, wir müssen selbstbewusster werden. Es fehlt nur an Mut. Handball spielen können wir. Wir haben es in der Vorbereitung gezeigt. Wir haben es auch in phasenweise heute gezeigt, phasenweise in den Spielen zuvor. Aber es geht nicht phasenweise. Es geht, ein Spiel dauert 60 Minuten und die 60 Minuten musst du konstant gut spielen, um in Nellingen irgendwie eine Chance zu haben.